bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute dachte ich mir, reagiere ich mal auf ein Video vom lieben Deutsch Jungle. Und zwar, wir testen eure perversesten Amazon-Produkte mit Julia Beautics. Auf jeden Fall habe ich Deutsch Jungle schon abonniert, das Glöckchen aktiviert und ich gebe diesem Video noch einen Daumen nach oben. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auch diesem Video einen Daumen nach oben gebt und auch diesen Kanal abonnieren würdet. Das wäre richtig toll. Und sonst würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal zu unserer liebe Grüße-Runde. Und damit ganz liebe Grüße an Werner Müller, an Letizia Mies, an Dinne Bruna, an Wolfgirl und an Florian Grebner. Und ich würde sagen, lass endlich zum Video kommen. Let's go! Oh, hallo, meine süßen kleinen Superwürstchen da draußen. Wir haben heute jemanden mitgebracht. Wir werden Julia heute auf genauesten untersuchen. Let's go! Ich habe gerade deinen Arsch in der Hand. Das verstehst du halt nicht, Julia. Geil, oder? Mhm. Leute, wir haben heute was Geiles vor. Ja, aber fandest du geil, oder? Ja, fand ich auch. Also Leute, ich habe mir heute mein sexy Babe hierher geholt, denn wir machen heute richtig wilde Sachen, das glaubt ihr gar nicht. Julia ist schon hier bereit, das ist die perfekte Ausgangssituation. Nein, wir müssen jetzt wirklich mal erklären. Komm jetzt mal her. Das geht doch so nicht. Sexy Babe Number 2 habe ich heute hergeholt. Hey, wer ist Number 1? Ja, Wolfi. Ich habe euch nach den absolut absurdesten Amazon-Produkten ever gefragt und die habe ich mir gekauft. Und Julia, es geht gleich richtig wild zur Sache. Kann ich dafür mein Hochzeitskleid ausziehen? Das ist mir ein bisschen zu... Es ist einfacher, wenn du ausgezogen bist dafür. Oh Gott. Es geht auch viel um Schamhaare heute. Du verstehst es noch nicht, aber ich habe einen Rasierer gekauft. Ich habe die so schön gezüchtet, ich rasiere die nicht ab für dich. Diese sexual Vibes, die lassen mich total schwitzen hier, ey. Ich bin ausgezogen. Wir testen jetzt richtig geile Amazon-Produkte. Es geht wild zur Sache und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video. Oh okay, Gott, ich bin so gespannt. Let's go. Wir müssen ja erstmal so sanft reinflutschen. Deswegen haben wir jetzt hier... Hey Joey, das sieht aus wie so ein richtig perverses Hexenpuppending. Das sieht wirklich super pervers aus, aber es ist ein asiatisches Beauty-Produkt, denn hiermit kannst du deine Lippenmuskulatur trainieren. Nichts anderes. Nichts anderes. Julia, das ist total gut für deine Lippenmuskulatur. Und vielleicht kannst du auch andere Dinge gut üben damit, das weiß ich nicht. Facial Slimming oh Mask. Gott. Gesichtsgürtel für Gesichtspflege, Thin Neck Facelift Doppelkinn für... Was ist das denn für eine Pflege? Ja, das muss man, glaube ich, so irgendwie so hinsetzen. Ja. Oh, ich nehme es. Ich brauch das. Ich wollte eigentlich, dass du das hier... Ich brauch das. Nee, das kannst du nicht schön nehmen. Okay, soll ich mal probieren? Ja. Man muss mit deinen Lippen einfach draufdrücken. Und die sieht aus. Sieht gut Scheiße. Aus. Sieht man die Zähne? Ja, ziemlich gut. Und dadurch geht es mit Doppelkinn. Und dadurch, du musst halt festmachen, ne? Hä, wie soll denn bitte das Doppelkinn weggehen? Ja, ja, und das müssen wir jetzt halt den ganzen Tag machen und dann das Doppelkinn weg. Wie soll das weggehen? Wo soll das hin? Na, das verstehe ich halt auch nicht. Also, du siehst total sexy so aus, Julia. Also ich muss ja schon sagen, ich sehe voll aus wie Dieter Bohlen, oder? Was hat das mit Dieter Bohlen zu tun? Der hat doch auch immer so braune Haut. Ii, jetzt siehst du einfach nur aus wie so ein Zahnloser. Nee, mach das weg, das ist ekelhaft. Hallo. Die Frage ist, hat das schon mal jemand anders im Mund gehabt? Bei Amazon kannst du auch alles zurückschicken. Oh mein Gott, jetzt habe ich bestimmt Tripper. Ich finde, ihr sollt nur switchen. Stimmt. Es ist total weg, aber ich kann das halt auch wegmachen, indem ich so mache. Ja, dafür brauchen wir gar keine Amazon-Geräte. Ja, ich hab deine Sabber gefasst. Hör auf. Ich gebe dir nur deine Sabber zurück. Ich spuck dich gleich an. Das ist ja richtig sexuell hier. Was denn? Das war gerade ein Blasinstrument. Das war kein Blas. Ich habe jetzt total die vollen Lippen. Eigentlich ist das ein Blasinstrument. Aber wozu? Damit mein Mund besser aufkriegt, wenn da nichts reingeführt wird? Es gibt Menschen, die können ihren Mund nicht weit genug öffnen. Das sieht auch echt nicht gut aus mit den Zähnen. So sieht's aus. Würdest du da deinen Schnibbelsack da durchstecken? Ich glaube nicht. Wir kommen zur nächsten Sache und die ist so gar nicht sachbar. Okay, okay. Das hier ist eine riesige Rakete, die 100 Fuß hoch fliegt. Wie viel ist 100 Fuß? Keine Ahnung. 30 Meter fliegt die angeblich hoch. Was ist pervers daran? Wir haben sogar mehrere Raketen. Hey, die ist ja voll klein. Ja, was ist das denn? Ja. Guck mal, das sieht so richtig riesig aus und das ist es dann eigentlich. Oh Julia, aber es wird bestimmt trotzdem voll geil. Es geht bald um Schamhaare, das verstehst du, glaube ich, noch nicht. Ja, aber ich stehe doch auf Schamhaare. Das finde ich auch total in Ordnung. Ne? Ja, warum guckst du mich dann so durch an, als wäre das ein Problem? Weil ich das von dir nicht erwartet hätte. Ich will mal meine Galerie sehen, bevor so was soll ich schon haben. Julia, bitte. Oh, was für ein Mini-Scheiß das ist. Jetzt mal ohne Witz. Oh, und zwar aber schnell wieder unten, ne? Let's go outside. Oh. Ey, wenn das jetzt nicht 30 Meter hoch fliegt, bin ich richtig sauer. 3, 2, 1. Oh mein Gott, wie langweilig. Wieso bist du nicht hinterher, Melina? Ja, aber man sieht eh nichts, weil der Himmel ist weiß und das Ding ist weiß. Du hast recht. Du hast recht. Okay, wollen wir jetzt endlich zu den Schamhaaren kommen? Oh nein!
Nein! Ja, das haben mir die Leute geschickt. Das ist ein Outfit von einer Rettungsschwimmerin. Mit ganz langen Schamhaaren. Ja, und die hat Riesenbrüste. Ich glaube, deswegen wird das Video gesperrt. Weil Riesenbrüste sind nichts Menschliches. Also Leute, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren sagen, wie lang eure Schamhaare so sind, aber ich glaube nicht so lang. Hast du schon mal deine Schamhaare so lang wachsen lassen, um zu gucken, wie lang die werden können? Ja, ich habe schon mal 50 Euro dafür bekommen. Hast du die mal geglättet? Nee, meine sind glatt von Natur aus. Meine Haare sind ja auch glatt. Oh mein Gott, ich stelle mir gerade vor, wie das aussieht, wie so ein Bart von so einem alten Japaner. Die sind doch auch immer so glatt. Ja, so Julia, ich möchte mir ehrlich gesagt deine Schamhaare nicht vorstellen. Mach mal deinen Kopf weg, ich wollte jetzt mal die Schamhaare präsentieren. Was ist das für ein Kostüm? Ist das ekelhaft? Melina hat das rausgesucht. Melina! Da gibt's auch eine Lina. Ich habe mich gerade so angesprochen gefühlt. Gar Nippel. Oh mein Gott, warum haben die Nippel? Ich habe halt direkt Erinnerungen, wenn ich das sehe, ne? An was? Ja, das kann ich in diesem Video jetzt nicht sagen. Ich habe es genau so schon mal gesehen, okay? Was? Julia, ist doch auch scheißegal, echt oder? Jetzt? Ich meine, ja, kann ja jeder machen, was er will. Ja, eben. Wir wollen überhaupt kein Schamhaar-Shaming machen. Okay, Leute, Joey's coming now. Hat da jemand nach meiner Hilfe gerufen? Wieso heißt es dann Scham? Hat man sich davor okay, damals war allgemein das ganze Thema über Geschlechtsverkehr und so weiter, ja, so ein beschämendes Thema. Zum Glück ist es heute nicht mehr so. Okay. Oh, nee! Oh, da bin ich schon! Was ist das für ein Kostüm hier? Ey, aber es sieht voll unecht aus, oder? Gib doch zu, dass du das richtig geil findest. Ja, auf damit! Ich möchte, dass du das jetzt wieder ausziehst. Du kannst auch ausziehen. Wir sind damit verfolgt, Alter. Oh nee, das muss ich jetzt nicht sehen von unten. Nee, jetzt wieder. Julia, ich würde vorschlagen, als großes Finale rette ich dich aus diesem arschkalten Pool. Wir haben heute gerade mal 17 Grad Lufttemperatur und 18 Grad im Pool. Okay. Was ist das denn? Ich weiß nicht, ob es cool ist, kann auch übelst die Scheiße sein. Das hier sind so Geräte, die man benutzt, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Ich will Pizza. Okay, dann sag was ich. Was ist das denn? Was hättest du sein können? Du Maschine, du. Nein, auch ich. Oh Gott. Julia, das ist voll die Kacke. Ja, Kacke ist das. Wann benutzt man so eine dumme Scheiße? Welcher Mensch hat das geschickt? Ja, okay, zu diesem Produkt sagen wir eines. Kommen wir zur nächsten Sache. Oh, das ist schon wieder richtig trash. Das ist aber geil. Oh, sag nicht, das ist so eine Spardose. Mhm. Hast du denn überhaupt Geld? Ich habe eine Kreditkarte. Ich kenne das, warte. Du musst doch, glaube ich, dann so eine Münze reinlegen und da kommt ein Panda raus, oder? Und machst du mit der Hand so und nimmt die Münze weg? Ja, oder? Der geht nicht. Sag mal, du brauchst den. Oh, ich hoffe, das ist das. Oh, mein Mund, sie juckt die ganze Zeit. Ja, dabei. Ja, es wäre, glaube ich, gut, wenn du es mit der anderen Kamera filmen würdest. Nicht. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, ich sah aus wie ein kleiner schwarzer Penis, der rauskam. Oh mein Gott, von hier sah es richtig eklig aus. Ich glaube, man legt das hier drauf. Sieht wirklich aus wie ein kleiner Penis. Oh mein Gott, der kleine schwarze süß. Penis. Oh mein Gott, der kleine schwarze Penis. Aber ich glaube, was? Hier nochmal. Oh, wie lange der war. Ja, richtig nervig, ne? So, als würde man noch mehr Geld da drauf legen, als wäre man rich oder so. Hat er gerade Danke gesagt? Was passiert, wenn ich meinen Finger jetzt drauflege? Ja, dann kommt er mit seinem Pimmel auf deinen Finger. Oh, er ist stark. Thank you. Was, wenn ich jetzt meinen Penis drauflege? Da ist auch der Pimmel zu schwach für. Ja, das ist sehr dumm, Alter. Ja, das ist ein Dummkopf. Richtig blöder schwarzer Penis. Leute, jede Farbe von Penissen ist okay. Julia, hör auf jetzt damit. Aber es sieht eigentlich gar nicht so aus wie ein Penis. Also von der Seite, guck mal. Guck mal, es sieht schon aus wie so ein Schwanz, der da rauskommt. Also es oh mein Gott, es sieht wirklich die aus. Die übertreiben einfach. Die denken viel zu zweit. Was hat das mit dem Penis zu tun? Wie so ein kleiner Schnee. Eine Pfote. So ein ekliger, angegeilter so Schwanz. Süß. Ja. Guck mal. Ein kleiner Penis, der sich das Geld schnappt. Leute, ich weiß nicht, was los ist. Heute sexualisieren wir irgendwie alles Mögliche. Das ist ganz schlimm. Es tut uns wirklich leid. Also mir zumindest. Ja, mir tut es auch leid. Ich bin normalerweise auch nicht so drauf. Nee. Wenn ihr wisst, wie Joey in seiner Freizeit ist. Ich bin trocken wie die Sahara. Am Wolfgang.
Julia, das ist krass. Denn das hier wird auf Amazon verkauft als das kleinste Handy der Welt. Oh, hast du eine SIM-Karte gekauft? Warum soll ich mir denn eine kaufen? Ich habe doch eine. Ja, willst du die da reinstecken? Warum nicht? Finde ich gruselig. Hat Melina halt auch gesagt. Ich würde jetzt meine SIM-Karte irgendwie nicht in das kleinste Handy der Welt stecken. Hey, Melina hat genau das gleiche gesagt. Und ich so, chill doch mal, Melina. Man kann doch einfach kurz die SIM-Karte reinstecken. Ist doch ja normales Handy. Handy. Ja, was ist denn das Problem? Es ist doch genau so ein Gerät. Boah, wie nervig. Okay, Leute, wir machen es jetzt an. Ich habe Angst. Ich habe auch Angst. Oh, welcome! Oh mein Gott, das hört sich an wie ein Gameboy! Magic Voice. Child. Insert Sim. Gott, ey, ich stecke gerade meine SIM-Karte in das kleinste Handy der Welt aus China. Es ist drin. Oh mein Gott, ich werde dich jetzt anrufen. Anyway, wir können jetzt einfach telefonieren. Wir rufen jetzt gemeinsam Josef Buchholz an. Oh mein Gott! Er sagt, oh mein Gott. Okay, ich gehe ran. Hallo? Oh mein Gott! Hallo? Oh mein Gott, Leute, ich höre sie richtig gut. Warte, ich versuche dich mal auf Lautsprecher zu machen, Julia. Weißt du was? Was denn? Ich glaube, diese Stimme, die du vorhin eingestellt hast, ist jetzt auch deiner Stimme. Also auch wirklich? Oh mein Gott, komm mal her. Hä, for real? Wie krass ist das? Lass mal tauschen. Hallo? Man kann Leute erpressen damit, Julia. Verstehst du das? Man kann bestimmt auch die IP-Adresse nicht. Ja, genau. Können wir mal jemanden erpressen? Komm mal wieder, ich fühle mich an. Ich will das Handy haben. Mach mal Mann an. Hallo Julia, hier ist dein Mann. Oh mein Gott. Das ist gruselig. Ja, 100% Entführungsstimme. Julia, wenn du jetzt nicht auf mich hörst, dann wird bald deine letzte Stunde geschlagen haben. Das ist dir schon bewusst, richtig? Oh mein Gott, das ist ja krank. Wie so ein Typ so lacht wie Julia. Lach nochmal, Julia. Ich brauche dieses Handy. Leute, ich glaube, es wird Zeit für unser allergrößtes Finale. Das hier. Wartet, wartet, wirklich. Ich brauche dieses Handy. Stellt euch vor, das ist übel praktisch. Wenn ihr mal irgendwie euer Handy verliert oder so und dann habt ihr einfach in eurer Hosentasche oder in eurer Jackentasche oder in eurer Tasche halt irgendwo dieses kleine Handy drin stecken, dann könnt ihr es einfach mal so benutzen. Keine Ahnung, ich finde es voll praktisch. Müsst ihr nicht noch ein weiteres großes Gerät, was übel schwer ist, mitnehmen? Finde ich toll. Ich würde einfach nur richtig geil und ich würde sagen, Melina, wirf's her! Ui! Das ist hier das? Nennt sich Medisana und das Ding hat mich fast 100 Euro gekostet. Ja, und wenn das jetzt nicht gut wird, Julia, dann raste ich hier im Strahl. Das hier, Leute, ist ein Luftsprudelbad mit Aromaspender für die Badewanne. Und wir werden jetzt einfach nur die geilste Zeit in der Wanne genießen. Ich habe kein heißes Wasser. Oh Gott, wir gehen zusammen baden. Heiß! Ich werde halt so schwimmen. Oh, mein Arsch kocht. Oh, mein Arsch. Oh, das ist richtig. Oh, das hier ist das Teil, was die Blubberbläslein macht. Okay, da muss jetzt der Schlauch rein. Okay, egal welches Ende. Ja, ist egal. Schlauch ist drin. Guck mal, wie groß das ist. Ist es groß? Ich habe irgendwie gedacht, es wäre viel kleiner. Geil. Scheiße, hier rauskommen Blubber? Anscheinend. Hä? Soll ich jetzt einfach rein? Ich muss hier runter, Joey. Hä? Das geht ja jetzt. Jetzt stehst du halt auf dem Schlauch drauf, ne? Warte, aber dein Box ist hier noch nicht fest. Okay. Leute, der große Moment kommt in 3, 2, 1. Ich krieg's nicht an! Joey! Es geht nicht! Oh, oh mein Gott! Ich will das Ding! Es regnet auch noch. Also Leute, ich muss jetzt Julia retten. Es ich kann nicht schwimmen. Gegen 17 Grad, der Pool ist eiskalt. Es ist kalt, es regnet und ich komme nicht raus. Soll ich dich retten? Ah ja, bitte rette mich. Oh mein Gott, eine Frau, die fast stirbt. Ich muss sie jetzt retten. Ja, rette mich jetzt. Die Bubis sind ab. Okay. Hab sie gerettet. Ich bin halt voll die Geile. Mit voll den langen Schamhaaren. Oh Gott, Alter. Julia hat sich getraut. Ich hab sie gerettet als geile Schamhaarfee. Und es war einfach nur ein geiles Erlebnis. War halt einfach wahrscheinlich die unnötigste Sequenz auf diesem ganzen Planeten. Leute, wenn euch dieses bekloppte Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns tierisch drüber freuen. Tierisch. So ein krankes Pferd. Wie kranke Haustiere. Mhm. Oh Gott, Leute. Ich kann das alles nicht mehr. Auf jeden Fall.
Was ich aus diesem Video gelernt habe, ist, dass ich so ein kleines Handy brauche. Und dieses Blubberdingsbad. Ich wollte schon immer so Jacuzzi haben, habe ich leider nicht. Vor allem ist es so warm. Es ist laut, haben sie gesagt, aber ich kann mir so AirPods in die Ohren stecken und dann einfach darauf achten, dass die nicht unter Wasser gehen, so, damit die nicht kaputt gehen. Aber das geht doch. Ich will dieses Blubberbad haben. Abonniert natürlich durch Jungles Kanal. Abonniert auch diesen Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt. Und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Und sonst wünsche ich euch eine wunderschöne, produktive Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.